Ja, Freunde, und damit herzlich willkommen hier zu einer weiteren Runde auf diesem Kanal heute in meinem geliebten Lexus. Und ihr hört es. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich wieder im Lexus sitze. Und ja, in einem anderen Video schon angekündigt, aktuell versuche ich immer die Strecken angepasst an den Rennkalender dann sehr aktuell zu halten im Lexus, Nissan und sowohl auch dann im BMW M4. Und dementsprechend stand jetzt hier der Lexus auf Zolder an. Ja, und da sehen wir. Ja, das Auto natürlich profitiert durch den durchs letzte Update, durch den Patch. Allerdings nicht ganz so in dem Rahmen, wie es eben der Nissan dann bekommen hat. Also hier haben sich ein paar Sachen geändert. Das Auto lässt sich jetzt auch deutlich besser handhaben. Und das spürt man auch. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Ich kann auch nur. Oder ich bleibe auch dabei, dass das Auto ein sehr, sehr gutes Anfängerauto ist. Ein sehr, sehr gutes Beginnerauto. Denn es lässt sich sehr schön vorausschaubar, vorhersehbar fahren. Und das macht schon richtig Bock. Also man versteht schnell, worauf es dann eben ankommt. Natürlich ist das Auto nicht, ja, das aktuellste Fahrzeug im Spiel. Und das merkt man natürlich auch. So ein bisschen fehlt auch die, ja, die Aerodynamik. Allerdings hat man da mittlerweile jetzt auch die Möglichkeit, und auch wenn die Custom Bob dann wieder Einzug erhält, beziehungsweise wie mit der Minus BOBH dann fahren, hat man da, glaube ich, die Möglichkeit, ganz gut im Pulk mitzufahren. Und das ja, macht sehr, sehr viel Spaß hier mit dem Lexus. Ja, ihr habt die Zeit gesehen, 1:27,35. Damit sind wir, ja, okay aufgestellt, aber noch nicht ganz bei der Musik. Allerdings ja, sollten wir das in Zukunft über die BOP dann, glaube ich, ganz gut fixen können. Also wir sind auf jeden Fall in einem Bereich, wo wir ans Topfeld drankommen. Das war vor dem Update, ja, wie auch schon öfter mal thematisiert, nicht ganz der Fall. Aber das ist jetzt eine Lücke, die ist durchaus zu schließen. Und mich persönlich freut das natürlich dann umso mehr, wenn die alten Schinken wieder, ja, fahrbar gemacht werden, beziehungsweise startklar, um dann hier mitzukämpfen. So, wir hatten, ich habe eben die Runde aufgenommen vom Leon hier im Ferrari. Der ist natürlich über die Schikane komplett drüber geflogen. Ich meide hier in der Regel den ersten Teil der Schikane und dann fahre ich über den zweiten Teil drüber. Ja, wie es dann eben mit dem jeweiligen Auto funktioniert, finde das aber auch ganz angenehm dann zu kontrollieren. So, hier in der Rechtskurve, das ging problemlos, aber man hat auch gesehen, dass man hier doch den Platz braucht, also die Linie muss stimmen, denn hier ist eben nicht ganz so viel Aero dann am Start wie dann im Ferrari zum Beispiel, und gleichzeitig, ja, haben diese Mittelmotorkonzepte natürlich hier und da dann auch gewisse Vor-, aber auch ab und an gewisse Nachteile. Ja, es geht auf Start und Zielzeit, habt ihr gesehen, 1:27,3. Wenn ihr Bock habt auf die aktualisierten Lexus-Setups, dann checkt gerne die Videobeschreibung aus. Da ist wie immer alles unten verlinkt. Und ja, ich bedanke mich fürs Dabeisein und würde sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.